Jeder ist cute am Controller. Hast du seinen Pulli gesehen eigentlich? Hm? Der Pulli von Jan. Das ist Fox mit... Das ist Gaby. Gay und trans, oder? Ja. Wow. Und das da, guck mal. Das ist cute am Controller. Hast du gesehen? Ha? Schau mal ganz kurz bei der Karte gleich im Hintergrund. Warte mal. Da, gleich. Jetzt. Das. Oh fuck, wer ist das? Bist du? Ja. Fuck. Ey, ich hab eben so ein Ding, ich erkenne dich nicht auf Foto. Das ist ein richtig altes. Ich bin einfach richtig dumm. Das ist von so 2017 oder so, glaube ich. Oder 2018. Oh Gott, wie alt hast du da? Immer noch alt. 20? Ja, okay. Na gut. Ich war, Fun Fact, kurz nach diesem Bild war ich richtig pissig, weil ich gegen Hans verloren habe. Oh nein. Aber wegen so einer dummen Sache, weil man Controller scheiße gebaut hat. Was? Oh, Jan! Pissig am Controller. Ich war nicht cute am Controller. Ja. Oh! Okay, keine Ahnung. Das ist einfach ungefähr, wie das passiert, oder? Ja, manchmal passieren so Sachen, die fast gut sind, und dann sind sie doch nicht so gut. Das ist das Ding mit Youngling, glaube ich, dass der macht so cute Sachen irgendwie, aber um sie wirklich cute zu machen, muss es halt erfolgreich sein am Ende. Und dann hast du halt so einen kleinen Trick gemacht, und das ist so, wow, das war ja sinnlos. Zum Beispiel, er kann so diese Kette machen, die du gerade gesehen hast. Und wenn er die so macht, wenn er auf einer Plattform, also wenn er über eine Plattform rutscht, dann trifft diese Kette halt. Wen? Den Gegner. Kann den Gegner treffen. Aha. Und dann halt kann er direkt was anderes machen danach. Aber. Und wenn das klappt, ist das ganz cool. Aber meistens, oh mein Gott, hat er die Bombe gefangen! Hat nicht geklappt. Er hat die Bombe gefangen. Er hat die einfach. Jan hat, genau, so Items, die man schmeißt, so Bomben zum Beispiel, die kann man auffangen. Ich dachte, ich spiele ohne Items. Ja, aber einige Charaktere können Items ziehen, als so Move. Ist das unbeliebt? Nö. Das ist eigentlich cool. Aber ich muss ja wissen, was so die so petty Sachen sind. Die petty Sachen? Ja. Pummeluff spielen. Okay, den hast du, aber gibt es irgendjemand, der so... Der was? Der Pummeluff hast du, Fox ist auch unbeliebt? Nee, Fox ist unbeliebt, weil, obwohl, das ist... kontroverse Meinung, würde ich sagen. Kontroverse. Ich glaube, es gibt Leute, die hassen Fox so auf den Tod. Mhm. Und es gibt welche, die sind da so, wow, Fox mega cool, er ist so schnell. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Furry Take. Es könnte sein, dass das alles Furries sind, ja. Würde mich auch nicht wundern. Es ist einfach so, wenn er sagt so, hä, was geht das für eine Scheiße? So, ja, Furry. Naja. Ja, keine Ahnung, ich denke, Pummel ist auch einfach so cute Meinung. Er ist tatsächlich ein bisschen der cute Maus, aber er ist auch der Teufel in Person. Was witzig ist, weil er ist ja auch so als Pokémon so immer ein Teufel in Person, oder? Der schläfert doch immer alle ein in der Serie. Echt? Ja, oder sie. Das ist voll lange jetzt. Ah, es gibt eine Folge, wo die alle schlafen, ne? Ja, yeah, die singt dann immer. Pummeluff so. Taucht mehrmals auf und jedes Mal schlafen alle ein, weil sie immer singt. Ach, das ist nett. Und dann malt sie ihnen so einen Penis ins Gesicht oder so. Oh Gott. Es ist super lustig eigentlich. Das ist jetzt so an, ey. Oh! Guck mal, aber Overseer macht sich gut in diesem Match und gewinnt. Wow, steht 1-1. Wir haben jetzt hier direkt das ist schon krass, ne? Wir haben direkt einen Spanninger hier drin, auf jeden Fall. Ein kleines, spannendes Match. Das Best of 5, also... Oh, Pummeluff-Titel. Oh, genau, ich habe ja gesagt, Ofis, ehemaliger Pummeluff-Spieler. Da rechts noch was. Da rechts. Wow, okay. Ich habe eben mit Maya ein bisschen telefoniert, wenn ich darüber geredet habe, ich frage, ob irgendjemand hier einen Frauencharakter spielt, aber ich habe es nicht verstanden. Dennis spielt Peach. Ich spiele eigentlich auch. Und Sheik ist auch eine Frau. Ja. Ah, stimmt. Aber das ist ein Spoiler. Aber wir wurden schon gespoilert. Und Pummel ist auch eine Frau. Ja, kann beides sein. Aber ich glaube, Canon ist Pummel eine Frau. Echt? Pikachu kann eigentlich auch beides sein. Nee, aber bei Pikachu ist, glaube ich, das Pikachu gemeint, oder? Pikachu hat auch so Gender-Dämmer. Boah, danke für den Sub. Stimmt, das ist tatsächlich ein männliches Pikachu. Ja. In dem Fall. Aber Pummeluff ist, glaube ich, das aus der Serie. Du erkennst das Geschenk an dem Schwanz. Oh, Dimitri abonniert mit Prime Gaming. Prime Gaming. Krass aus, ey. Wer ist Dimitri? Das ist ein cooler Name. Dimitri ist ein cooler Name. Wo war Rest diese, sagt er. Das ist eine gute Frage. Rests passieren hier auf diesem Stream nicht so oft, glaube ich, oder? Rest ist, wenn der einschläft. Und wenn du das dann triffst beim Gegner so ganz nah dran, dann stirbt er halt fast direkt. Ach, können die Gegner einschlüpfern?
Das geht auch, ja, aber das ist nicht so gut. Aber man kann halt, wenn man selbst einschläft und es trifft, dann stirbt der Gegner halt sehr schnell. Wieso ist es besser, wenn man selber einschläft? Weil der Gegner dann direkt stirbt, wenn es trifft. Das hat so eine, also das ist halt auch ein Angriff, aber man schläft dann ein dabei. Das heißt, wenn es nicht trifft, dann schläfst du der da und der Gegner kann alles mit dir machen. Für wie lange? Für so 7 Sekunden oder so? Ziemlich lange. Das ist zu lange. Also du kannst wirklich so, manchmal kannst du sogar, wenn du davon getroffen wirst und der Gegner wegfliegt und das noch überlebt, kann er zurückkommen und das noch treffen dafür. Aber bei das der ist Stage so high. Ja, genau. Es ist sehr high risk, sehr high reward, aber eigentlich, wenn du das kannst, dann triffst du eigentlich immer so. Also es gibt so Wege, wie du einfach das immer treffen lassen kannst. Okay. Es gibt halt auch Kombos darauf. Genau, genau. Du kannst dann so zum Beispiel bestimmte Charaktere kann man auch hochschmeißen und dann direkt das treffen. So, also es ist ganz, ganz einfach. Kleine kann man da schmeißen, ne? So. Die schwer sind. Die schwer sind halt. Kann man schmeißen. Ja, genau. Wieso? Wenn die schwer sind. Die fallen. Du kannst alle schmeißen. Ah. Aber die fallen dann schneller, wenn sie schwer sind. Ah, das macht Sinn. Und fallen auch nicht so. Und fallen, genau, und fliegen nicht so weit. Und die ganz leichten, die machen so ein Spielbedingung, ne? Genau, guck mal, wenn die hier einander hochschmeißen, dann geht der einfach weg so. Ja, das ist richtig. Man, also die, das, oder deswegen, das ist nervig. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, ja. Weil die hier, die treffen sich halt, das hat so zwei sehr, so Floaties heißen die halt, weil die floaten. Ich glaube, das hast du mir schon mal erklärt, ne? Kann sein, ich weiß nicht. Aber die, wenn die, guck, die machen hier so einzelne Moves immer und dann treffen die sich einmal und dann ist vorbei. So, mäßig, weißt du? Es ist halt ein kleines Trauerspiel. Ist spannend anzusehen, glaube ich, für die. Also sehr intens, weil die sehr viel konzentriert sein müssen. Aber ich glaube, für die meisten anderen ist es eher, naja. Es sieht halt so ein bisschen aus wie Smash Ultimate. Sieht aus wie Smash Ultimate. Und das ist wenn es eine Sache gibt, die wir hier nicht wollen, dann ist das Smash Ultimate. Was ist Smash Ultimate immer? Das ist das Neue, ja. Ah, ja, das hast du ja noch. Das hast du. Ja. Du lernst richtig schnell. Das heißt, danke, die ganzen Sachen, die unbeliebt sind. Lernst, damit ich aufpassen muss, was ich sage. Du lernst hier die Wahrheit einfach. Oh. Sie haben sich auch die größte Stage ausgewählt. Bei einigen stirbst du halt ein bisschen langsamer, weil die halt so weiter rausgeht. Aber ich finde es ein bisschen gut, wenn man so ganz schnell sterben kann. Ja, das ist schon ein bisschen gut. Vor allem bei denen hier, weil das ist so eine Stage, wo halt Pummeluft ganz gut ist. Weil sie halt mega lange lebt. Send a buff to our puff. Welcher Puff ist die Frage? Also das ist doch von Schiller Gimmis, oder? Doom Dude? Ist Doom Dude vom Schiller Gimmis? Ich glaub schon. Doom Dude, bist du vom Schiller Gimmis? Das kann sein. Jans, ja. Jans Leute, also Jans Crew, kommt dir ganz oft in den Chat rein und, ja, und cheert für ihn. Das ist immer ein wahnsinniges Event. Ist laut genug eigentlich? Also. Ja, das geht schon, glaube ich, oder? Ja. Oh, genau das hat er gemacht. Siehst du? Was? Hast du gesehen? Nee. Oh, er ist eingeschlafen und hat ihn damit getötet. Ah, verdammt, nee, sorry. Ich habe gerade unten Statistiken gelesen. Welche Statistiken? Die 3 Zuschauer, die wir haben. Die 3 Zuschauer? Wir müssen mal tweeten hier, dass wir live sind. Ja, ich habe ja kein Handy gehabt. Mit dem haben wir schon gehabt hier? Das steht 3-1, glaube ich, ne? Nee, 2-1. Das sehr, sehr spannend. Ich habe 3-0 gewonnen gegen Lul. Ja. Ey, oh, was ist hier? Clever Romano. Ja, das war ein bisschen. Ich habe immer aus dem Dönerladen gesehen, aber ich weiß nicht, ob du das bist. Ah, also, und ich war es. War's wirklich? Ich war mir eigentlich, glaube ich, ziemlich sicher, aber ich war nicht sicher, ob du das so sagst. Verstehe. Ich habe mir korrekte Verlaffel geholt. Sehr gut. Der Laden ist verrückt. Naja. Doch, wir waren da mal in der Bereich der Kammer. Welcher? Der Döpi. Ja. Ich finde ihn auf jeden Fall. Haben wir da schon mal? Feuer und ich finde, ja, der Döner halt ist morgens. Ah! So ein richtig ranziger. Okay, weil ich finde halt, das Fleisch ist trash, die Falafel sind nicht so gut und deswegen. Du, also Falafel, wieso gehst du denn für Falafel überhaupt in den Dönerladen? Ja, weil es hier nicht kontinuierlich in Charlottenburg sind. Wir sind hier im Westend extrem gute Döner. Ja, aber ich komme mit der S7. Ja, dann nimm die bis Westkreuz und dann musst du gegen Fahrer. Dann bin ich noch später hier. Ja. Meinst du? Ja, ich werde auf jeden Fall später da sein, ja. Das weiß ich. Das weiß ich jetzt nicht, ob das ist. Kann man trotzdem Falafel essen. Also ich fand's echt. Oder du sagst, ich soll halt, dann holen wir dir einen von da. Ich sag dir halt, kannst du bring dir mein Essen. Legitim, ja. es kommt noch mehrere Leute so Falafel machen. Vom West. Es kommen noch so mehrere Leute vom Westend. Ja. Die können doch einfach einen mitbringen.
Das, der ist tatsächlich besser, aber wenn du da was Gutes willst, dann eigentlich die Pide. Ja, voll. Weil die Pizza, die ballert aus irgendeinem Grund. Die ist richtig gut. Ja, ich finde den Döner halt. Ja, es hat so gut gerochen in dem Laden. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich bin mega Fan von dem Laden. Was? Ich bin mega du bist Fan. Ey, der ist nicht stabil. Ich glaube, der Döner, ey, Multikulti. Jetzt sind nicht mal mehr Döner reden, sicher. Ich war letztens. Spanier sind überall. Ich war letztens bei einem. Bei dem einen Laden da in Moabit, in der Nähe von meiner Arbeit, ist so ein richtig sicker so arabischer Grill oder sowas. Auch, ja. Da kam ein Chineser rein und der hat ihn so ein bisschen auf Chinesisch vorgeladen. Ja, also halt aber so ein bisschen legit, glaube ich. Hat nicht viel, glaube ich, aber. Ey, keine Ahnung. Es gab auch mal in Prenzlberg in Asien-Imbiss, so einen richtig billigen, ekligen Asien-Imbiss. Ne, wie heißt der? Daniel Falke. Von einem Typen, der war halt Kurde, halb Türke. Das war doch da, wo du das Internet angeguckt hast. Genau. Da habe ich das Internet kennengelernt. Weil er hatten hinten so einen Computer, den man einfach frei benutzen konnte mit Internet. Dennis ja, so ist da nicht Kind, aber so als wir so 14, 15 waren. So Dennis zu der Zeit hatte ich selber kein Internet zu Hause. Sorry. Dennis ist in so einer Welt aufgewachsen, wo es... Oh mein Gott! Ich lache jetzt nicht deinen Witz, aber... Achso, nee, okay. Ich dachte gerade, das war der letzte Stop irgendwie. Okay, das sieht unten so aus, ne, der Anzeige. Ja, ja, es sieht nicht so gut aus. Für den Boy-Off ist es vorbei. Es ist vorbei, er hat ein Match geholt, aber er hat gekämpft. Ich glaube, ich bin jetzt dran, ne? Ich glaube schon. Du musst